The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Hütet euch vor Satans Agenten. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen. Nachdem im Jahre 1844 die Zeit verstrichen war, hatten wir uns mit Fanatismus aller Art auseinanderzusetzen. Die Erfahrungen von damals werden sich wiederholen. In Zukunft wird satanischer Aberglaube neue Formen annehmen. Irrlehren werden auf attraktive und einschmeichelnde Weise vorgebracht werden. Falsche Theorien in Gewändern des Lichtes gekleidet werden dem Volk Gottes vorgelegt werden. Dadurch wird Satan versuchen, wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Überaus verführerische Beeinflussungsmittel werden eingesetzt werden. Das Denken von Menschen wird dadurch hypnotisiert werden. Verdorbenheit auf allen Gebieten, ähnlich dem Zustand vor der Sintflut, wird eingeführt werden, um das Denken der Leute innerlich gefangen zu nehmen. Die Erhöhung der Natur als Gottheit, die Zügellosigkeit des menschlichen Willens, die Ratschläge der Gottlosen, dies alles benutzt Satan als Hilfsmittel, um bestimmte Ziele zu erreichen. Er wird die Macht, die das Denken eines Menschen auf das Denken eines anderen ausübt, benutzen, um seine Absichten zu verwirklichen. Der traurigste Gedanke dabei ist, unter seinem verführerischen Einfluss werden die Menschen zwar eine Form der Frömmigkeit haben, dabei aber keine wirkliche Beziehung zu Gott. So wie Adam und Eva, die die Frucht vom Baum der Erkenntnis essen, so nähren sich auch heute noch viele von den trügerischen Bissen des Irrtums. Die Agenten Satans kleiden falsche Theorien in ein attraktives Gewand. So wie Satan im Garten Eden vor unseren Urgroßeltern seine Identität verbarg, indem er durch die Schlange redete. Diese Agenten flüstern dem Denken der Menschen Dinge ein, die in Wirklichkeit lebensgefährlich falsch sind. Der hypnotische Einfluss Satans wird auf allen bleiben, die sich von dem klaren Wort Gottes abwenden und sich zu den angenehmen Fabeln kehren. Gerade solche, die am meisten Licht empfangen hatten, versucht Satan mit großer Hartnäckigkeit einzufangen. Er weiß, wenn er sie täuschen kann, dann werden sie unter seiner Oberherrschaft die Sünde mit dem Gewand der Rechtschaffenheit bemänteln und viele irreführen. Ich sage allen, seid auf der Hut. Denn Satan kommt als Engel des Lichts in jede Versammlung christlicher Mitarbeiter, in jede Gemeinde hinein und versucht, die Glieder auf seine Seite zu ziehen. Ich wurde aufgefordert, dem Volk Gottes folgenden Warnruf zu übermitteln. Irret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. The Lord is coming. Are you